Entscheidung, soll ich den beiden helfen oder nicht helfen? Nicht helfen, das ist die Frage. Was denn du? Helfen? Schreib mal entweder helfen oder nicht helfen. Du kannst nicht bei einer Entweder-Oder-Frage ja sagen. Helfen, okay. Ich kann euch aus der Stadt bringen, aber zuerst muss ich noch was anderes erledigen. Versteckt euch irgendwo und wartet. Klingt ziemlich riskant. Wer wagt, gewinnt. Er lügt, Jack. Es gibt keine andere Chance. Scheiße! Das gefällt mir nicht. Verdammt nochmal! Aber okay. Wir warten in den Tunnel auf dich in der Nähe vom Tango-Motel. Wir schicken dir ein Signal, wenn wir dort sind. Gute Entscheidung. Jetzt gib mir den Sprengzünder, Jack. Oh, guck mal, eine Mikrowelle. Ist aber Dreck. Also was jetzt, Aiden, du Genie? Wer soll das Wasser kontrollieren? Wenn Sie ein Gebäude den Peacekeepern oder den Überlebenden zuweisen, beginnen diese, die umgebende Zone zu kontrollieren. Wenn eine Gruppierung eine Zone übernimmt, führt sie Strukturen ein. Peacekeeper beginnen damit mit der Installation der kampforientierten Fallen, während Überlebende Parkourhelfer generieren, welche die Durchquerung einfacher machen. Je mehr Gebäude sie einer Gruppierung zuweisen, desto stärker wird sie, sodass sie noch bessere Gebäude errichten kann. Der jetzige Status der Stadtausrichtung kann über das Menü der Karte aufgerufen werden. Parkour oder Autofallen, Wasser für die Stadt, Ziplines. Oh, Ziplines sind gut, oder? Oder doch lieber Fallen. Ach, wie cool. Landetaschen. Ich nehme erstmal die. Unter Druck. Was für ein Hoshi. Im Wasserturm gehen ganz schön üble Sachen ab. Ah, das heißt, jetzt sind hier überall die. Jetzt sind hier überall die Läden. Hallo. Dann müsste ich mal gucken, wo ich hier hin muss. Romberg wahrscheinlich. Hakon. Aiden, wo verdammt nochmal bist du?
Barney wusste, dass Lucas ihn gefangen nehmen wollte. Jack und Joe haben ihn gewarnt. Er hätte die Falle umgehen können und dennoch ist er hineingegangen. Dabei wurde Lucas getötet. Vielleicht sollten wir Barneys Versteck im Hotel Tango überprüfen. Ich sorge dafür, dass der Ort sicher ist. Die Aussicht, ne? Du kannst gehen und Barneys Sachen durchsuchen. Die Luft ist rein. In der Nähe des Wasserturms gesehen. Der Ort sollte also verlassen sein. Ich weiß aber nicht, wann sie zurückkommen. Die kommen dann, wenn ich da oben drin bin. So will es das Gesetz. Endlich kann ich looten. Mach ich gleich. Das ist kein Beweis. Ach, dieser Ort ist ein Saustall. Hier ist irgendwas. Was zum Teufel? Oh, fuck. Das ist Menschenhaut. Hakon, ich habe das Tattoo, das sie Lucas herausgeschnitten haben. Verdammte Freaks. Was? Ja. Oh, ich kotz gleich. Hau sofort ab da! Wir sagen es Eto und... Warum durchsuchst du die Sachen meiner Schwester? Wusste nicht, dass sie in diesem Loch Pilger als Haushälter anstellen. Häutest du dich, Barney? Was zum Teufel ist... Wir haben... Ein kleines Stück von Lucas als Andenken an ihn, du Perverser. Fick dich. Netter Versuch. Das gehört aber nicht mir. Ich bring dich um, du Huren... Jetzt stirbst du, Abe. Deine Mutter stirbt. Du wirst bluten! Stirb, Verräter! Aufhören! Was ist denn hier los, verdammte Scheiße? Bist du bescheuert? Ja. Er haut uns übers Ohr. Diese verdammte Pilger will uns drankriegen. Wovon spricht er da, Aiden? Ich hab den Beweis gefunden. Zwischen deinen Sachen versteckt. Beweis? Wofür? Du hast Commander Lucas die Tätowierung aus dem Arm geschnitten. Nach seinem Tod? Oder war es noch davor? Du hast sie doch nicht mehr alle. Das habe ich nicht getan.
Du vielleicht nicht, aber dein wahnsinniger Bruder... Barney ist kein Psycho. Wir haben nichts mit Lucas Tod zu tun. Ich gehe zu Aether. Ich habe den Beweis, nach dem er sucht. Aiden, wir waren es nicht. Niemand im Basar wird dir das glauben. Woher stammt dieses Stück Haut dann, Sophie? Was, wenn es uns untergejubelt wurde, um uns reinzulegen? Schon mal daran gedacht? Wer sollte das tun? Und warum? Um alle vom tatsächlichen Mörder abzulenken. Wer profitiert denn am meisten von Lucas' Tod? Wer profitiert am meisten? Wenn es für dich so einfach war, hier reinzukommen, dann hätte das auch vor dir jemand tun und das hier platzieren können. Das ist egal. Das ist jetzt eine Sache zwischen dir und Aether. Warte! Bitte. Aether interessiert sich nicht für die Wahrheit. Ihm geht's nicht darum, den wahren Killer zu finden. Er will nur einen Grund, um den Basar überfallen zu können. Das geht mich nichts an, Sophie. Nein. Du wirst aber Blut an den Händen haben. Das Blut von Unschuldigen. Da will uns jemand etwas anhängen. Jemand Cleveres. Aiden, wir sind keine Sadisten, die Lucas häuten würden. Und das weißt du auch. Ich weiß, dass ihr die Picards loswerden wollt. Ja. Und wir werden sie los. Aber nicht wie Psychos und Mörder, Aiden. Glaub mir, das ist ein Komplott. Ich werde dir helfen, ins Stadtzentrum zu kommen. Versprochen. Wie denn? Indem wir das größte Problem dieses Landes loswerden. Die PKs. Das hört sich gefährlich an. Wir haben uns schon lange darauf vorbereitet. Ich werde dir alles erzählen, wenn ich bereit bin. Bleib am Funk, Aiden. Zeit, hier für ein paar Veränderungen zu sorgen. Ja. Wer kommt auf die Idee, ein Stück Haut hinterzulegen? Also, da ist ja sonst nichts in dem Räumchen. The end is coming. Ja. Logische Schlussfolgerung. Das hängen wir uns alle an. Hängen wir uns alle an die Decke. Oh. Das habt ihr nicht gesehen. Das Ende naht. Ja, und jetzt? Jetzt wieder zum Wasserturm, nur um dann... Praktisch. Wasser könnte da nicht schaden. Ja. Aber du hast doch nur Ziegen. Die muss ich doch aufhören. Oder etwa nicht? Ich mache mir mehr Sorgen. Ja. So früh abgesprungen. Passiert. Ja, ich weiß, ich hätte es auch hochkrabbeln können, aber das kann ja jeder. Ach so, warte mal. Weißt du? Da denkt man nichts Schlimmes. Die ganze Zeit ist der nicht da. Und jetzt auf einmal, wenn mal ein kleiner Fehler passiert oder ein was Kleines Komisches, dann macht er einen Screenshot oder was.
die ganze Zeit da. Ich dachte, du bist... Huch. So ein Scheiß. Die Leute du weißt schon, diesen... Ich dachte, du bist beim Spielen. Ich... Fleischköder. So, was wollen wir jetzt denn verkaufen? Pilger sollte man zu einem Heiligen erklären. Oder zumindest zum neuen Anführer des Basars. Talk New World und nebenbei schaue und höre ich jetzt. Oh. Aber bist du nicht nebenbei noch mit Danny am Quatschen oder? Hey, eine Frage. Wie, du hast keine Upgrades für mich. Was ist los mit dir? Wir schweigen uns an in New World, wie immer. Ja, gut. Was anderes hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert. Ich weiß, das war schon zu laut, ne? Ihr Lümmels. Ganz kurz, was kommt. Ja. Warum hätte ich sonst nichts für mich? Nützliche Designs. Nee, ja, nicht nützlich. Da wart ihr schweigend ins Gespräch vertieft, ne? Ja, hallo. Okay. Das nenne ich ein Schnäppchen. Ja, so ungefähr. Hi. Ich habe eine Frage. Hallo, Blitz. Hey, wie geht's? Du weißt also, wer ich bin? Klar, wer weiß das nicht? Ich? Ja, ich bin eine echte Legende. Was sagt man denn so über mich? Fragen irgendwelche heißen Miezen nach mir? Haufenweise. Träumen alle davon, die Legende mal zu treffen. So ist mein Leben. Tja, was soll ich sagen? Als schnellster Wasserlieferant auf den Dächern ist man halt ein Promi. Und meine Auswahl ist riesig. Ohne Kohlensäure, mit Kohlensäure, Lavendelgeschmack, Honiggeschmack, sogar Brennnesselgeschmack. Was? Brennnesselgeschmack? Wer weiß. Klingt doch spannend, oder? Marketing nennt man das. Die Leute trinken es. Solange es sich hip und abgefahren anhört, reißen sie es mir förmlich aus den Händen. Bist du hergekommen, um mich herauszufordern? Soll der fabulöse Sadio dir den Arsch versohlen? Ich weiß, dass ich chancenlos bin, aber es wäre mir eine Ehre, von dir besiegt zu werden. Das wäre es. Wenn du bereit bist, nimm diese Flaschen und lauf. Aber pass auf, dass du dir nicht die Beine brichst. Danke. Aiden, hier ist Sophie. Komm zum Basar. Wir halten einen Kriegsrat. Bereit, mich ins Stadtzentrum zu bringen? Ich werde dir alles erzählen, wenn du hier bist. Beeil dich. Noch eins. Ein drittes habe ich aufgegeben. So. Gar einen Doktortitel habe ich erlangt. Und jetzt schau mich an. Wenn ich mich jetzt beeile, weiß ich aus Erfahrung... dass ich da gleich einen Angriff hab. Ich hab was für dich, du Wichser. Mach den Wichser. Schon und hoch.
hab wohl Gespenster gesehen. Ha. Vermutlich. Keine Zeit für euch. Ciao. Das ist die geringste meiner Sorgen. Und die größte? Mein Dach ist undicht. Wenn es wieder regnet, steht meine Frau. Ich habe keine ungenutzten Hemmstoffe. Die sind alle weg. Machten ihr da? Ich dachte, du bist tot. Du hast so geröchelt. Du hast auch keine Sachen für mich. Schau mal wieder vorbei, okay? Ach, darf ich jetzt endlich hier rein, ja? Das ist Wahnsinn, Sophie. Die Peacekeeper haben mehr Waffen. Mehr Männer. Sie werden uns wie Würmer zerquetschen. Aitor mag zwar mehr Männer haben. Wir haben aber den Heimvorteil. Heimvorteil? Du bist verrückt. Ich verbiete es. Solange ich den Basar leite, wird niemand die Peacekeeper angreifen. Du leitest den Basar nicht mehr. Was? Du bist kein Anführer, Karl. Das warst du nie. Deinetwegen haben wir Leute verloren. Kristalle. Du wurdest beinahe selbst umgebracht. Meine Mutter wollte einen freien Basar. Keine Sklaven zu Diensten der Peacekeeper. Ich will den Frieden hier wiederherstellen. Du kannst mir dabei helfen. Oder gehen. Roger, Humphrey, verhaftet sie. Was macht ihr da? Sie wollen den Basar verraten. Roger! Du hast keine Macht mehr, Karl. Du willst wie deine Mutter sein? Dann wirst du Blut an den Händen haben, Sophie. Viel Blut. Karl hat recht. Wir haben keine Chance in einem offenen Kampf. Sophie, was zum... Deswegen werden wir sie zuerst schwächen. Was meinst du damit? Wir werden ihre Hauptstromquelle ausschalten. Ohne UV-Lampen kann Aitor seine Basis nicht verteidigen. Sie werden aus den U-Bahn-Tunneln getrieben und von ihrem Waffenarsenal abgeschnitten. Wie soll mich all das zum Zentralring bringen? Sobald Aitor geschwächt ist, wird er sich zurückziehen, um auf Verstärkung zu warten. Dann schaffst du es zum Zentralring, Aiden. Aber zuerst müssen wir das Windrad in die Luft jagen. Und zwar schnell. Bevor Aitor Wind davon bekommt, was wir vorhaben. Barney, versammle unsere Leute. Macht euch bereit. Roger und Humphrey, geht zur Waffenkammer. Stattet jeden mit einer Waffe aus, der kämpfen kann. Du, Aiden, du gehst zu Alberto und Vincenzo. Sie werden dich in den Plan einweisen. Okay. Gemeinschaft und Freiheit, Aiden. Gemeinsam werden wir siegen. Keiner gesehen.
Oh, jetzt können wir sie alle drei anhören. Ja, nice. Guck mal. Ich zeichne dies für die Nachwelt auf, damit sie aus meinen Fehlern lernen kann. Um alle zu warnen, die der schlimmsten Seuche folgen. Und ich spreche nicht vom Virus. Ich stamme aus einer sehr religiösen Familie. Meine früheste Kindheitserinnerung? Gebete. Jeden Morgen und jeden Abend. Wunde Knie vom ständigen Kontakt mit dem Eichenboden. Meine Jugend war eine schwierige Zeit für mich. Ich war einsam. Ich litt. Trotz meiner strengen Erziehung suchte ich Trost in der Religion. Sie gab mir die Antworten, die, wie ich später verstand, mir mein Vater zu geben versucht hatte. Wer Schikanen erleidet, dessen Belohnung wartet im Himmel. Gott war mein bester Freund, mein einziger. Ich sprach jeden Tag zu ihm. Und ich glaubte, dass er mir zuhörte und antwortete und mich auch liebte. Ich fühlte mich, als ob ich ihm etwas schuldete. Deshalb bin ich ins Priesterseminar gegangen. Ich glaube, ich bin irgendwie ein Fanatiker geworden. WD. Seine Lehre zu verbreiten und andere zu bekehren. Es ging dabei nicht um Gott. Es ging um meine eigenen Schwächen. Es ging um mich. Es hatte etwas Ungesundes und Gefährliches. Ausrufezeichen WD. Geht auch. Und willkommen zurück. Wie war die Arbeit? Es juckt. Ist so. Ja, so. Was habe ich verpasst? Mit 23 wurde ich Priester. Ich war bloß ein Rotzlöffel. Aber sollte ein Hirte für andere Seelen sein. Ich spürte, dass ich dazu bestimmt war. Ich war dem Ruf gefolgt. Wenn mir Gott beistand, wer könnte dann gegen mich sein? Ich war voller Überzeugung, voll des Glaubens, dass ich die Welt verbessern könnte. Aber die Welt hatte etwas anderes im Sinn. Viele Male habe ich Menschen die letzte Ölung verabreicht. Ich habe ihre Hand gehalten, als sie starben. Und in jenen letzten Momenten, in der Millisekunde vor dem letzten Atemzug, sah ich in ihnen Erleichterung? Nicht, weil sie auf dem Weg in irgendeine bessere Welt waren, in den Himmel, sondern weil es das Ende von etwas Schmerzhaftem war. Sie konnten sich endlich aus dem unsinnigen und ermüdenden Tanz des Lebens verabschieden. Ihre Lebensmühen waren vorüber, ihre Leiden beendet. Das war etwas, was für mich völlig unverständlich war. Wie konnte jemand die Gabe des Lebens ablehnen? Den Tod freudig annehmen? Für jemanden, der so stark war wie ich, war das etwas sehr Verstörendes. Oder vielleicht wussten Sie etwas, das ich noch nicht gesehen hatte? Hatten Sie es in Ihrem letzten Moment gesehen? Das war der erste Riss im Bauwerk meines Glaubens. Und dann ging die Epidemie los. Also, ich bin nicht tausendmal gestorben. Ja, andere Leute habe ich getötet, das ist mir aber wurscht. Aber was ich dir gerade echt übel nehme, dass ich einen Hund getötet habe. Das nehme ich dir gerade echt übel. Ich hatte die Wahl. Entweder ich lasse ihn elendig sterben oder ich erlöse ihn. Und mir war das Erlösen lieber, bevor sich das Tier quält. Auch wenn es ein Schäferhund ist und ich panisch Angst vor Schäferhunden habe. Aber trotzdem. Aber süß. Und es hat mir richtig das Herz rausgerissen. Irgendjemand hat fünfmal drauf rumgetreten und es wieder reingesetzt. Ich habe fast geweint. Habe ich wirklich. Es gibt einen Begriff für das, was darauf folgte. Eine Glaubenskrise. Bei mir fing sie lange vor der Epidemie an. Hast du gerade gesagt, das hört sich gut an? Wenn ich hier sitze und fast weine und jemand mein Herz rausreißt und drauf rumtrampelt? Renan, was ist los mit dir?
Okay, jetzt ist er unten durch. Besser als 6-mal. Es gibt einen Begriff für das, was darauf folgte. Eine Glaubenskrise. Bei mir fing sie lange vor der Epidemie an. Aber als die Leute anfingen, sich in Monster zu verwandeln, als eine Stadt nach der anderen von der Dunkelheit und von Gift zerfressen wurde, da fragte ich mich, wo ist Gott jetzt? Prüft er uns? Oder hat er uns etwa verlassen? Als der schwarze Montag kam, hatte ich keinen Zweifel mehr. Es gibt keinen Gott. Es hatte nie einen gegeben. Bei den THV-Genmod-Bombardierungen kamen 2 Millionen Menschen ums Leben. Die Straßen waren mit Leichen gepflastert. Welcher Gott würde so etwas zulassen? Er müsste unendlich grausam sein. Natürlich haben andere sogenannte geistliche, schwachsinnige Beobachtungen verbreitet, dass dies der Wille Gottes sei. Eine Strafe für unsere Bosheit, dass Colonel Williams selbst als Hand Gottes diene. Aber das war jetzt egal. Der Schleier war abgerissen worden. Leute haben ihren Glauben verloren. Woran hätten sie auch glauben sollen? Niemand wollte so einen Gott. Und in jenem Moment fühlte ich mich, zu meiner Überraschung, frei. Als ob ich eine Marionette wäre, die sich endlich von allen Fäden losgemacht hat. Endlich frei. Hast gesehen, Chrissy, ich habe gerade den Whisky in die Hand genommen und in die Kamera gehalten, aber... Achso. Mal hier schon wieder. Falki. Der ist noch... Da fehlt ein Glas. Da fehlt fast nichts. Ich trinke heute keinen Alkohol. Ich damit. Da kannst du mich aber dann in die Ecke stellen. Bei der Menge. Sitzt du da schon? Ich hab nur die Kamera heute rüber gepackt. Was kann ich für dich tun? Warst du nicht Kevin? Kevin? Bist du Kevin? Du brauchst doch ganz sicher das Beste. Alberto, deine neue Rüstung taugt doch nichts. Die ist eher was für einen Käfer als für einen Menschen. Ja, die ist viel zu dünn. Banause! Käferpanzer bieten idealen Schutz. Das ist bestes Handwerk auf dem besten Material, nämlich aus... Oh je, dem raucht der Schädel. Nicht zu übersehen. Ich glaube, der platzt gleich. Titan. Die Rüstung wurde mit Titan vom Schrottplatz verstärkt. Deshalb ist die so leicht und schützt besser. Also seid nicht so gehässig. Oh, warum sagt er das nicht gleich? Mal sehen. Danke, Vincenzo. War doch nicht nötig. Schon okay, Papa. Ach, die beiden haben gerade die letzten Titanwesten eingesackt. Deshalb bin ich nicht hier. Sophie schickt mich. Du sollst mir irgendeinen Plan verklickern. Der Plan? Mein Plan? Hat Carl zugestimmt? Carl hat zugestimmt? Hörst du, Vincenzo? Nicht Carl, Sophie. Erzählst du es mir oder muss ich raten? Das Windrad. Wir jagen das Windrad in die Luft. Bingo! Das große Windrad, das das Picard-Hauptquartier mit Strom versorgt.
Wir brauchen aber zuerst die Sprengladungen, die Jack und Joe am Wasserturm gelassen haben. Würdest du sie uns bringen, Pilger? Sobald es hochgegangen ist, gehen alle UV-Lampen im PK-Hauptquartier aus. Dadurch können die Infizierten sie angreifen. Old Villador wird wieder frei sein. Und du? Du kannst problemlos durch die Giftwolke durch. Und zum, wie heißt der noch? Zum Zentralring? Zum Zentralring, richtig. Woher weißt du, dass die PKs sich zurückziehen und nicht zurückschlagen werden? Weil Papa dieses Windrad entworfen hat. Er kennt es in- und auswendig. Und es ist die einzige Stromquelle der PK-Basis. Ohne das Windrad werden es die PKs keine weitere Nacht in Old Villador aushalten. Wir müssen aber schnell handeln, bevor die Peacekeeper Wind von unseren Plänen bekommen. Also, bist du dabei? Okay, also, das Windrad versorgt alle UV-Lampen der PKs mit Strom? Ja, so ist es. Das gibt Opfer ohne Ende. Nur wenn die PKs nicht kehrt machen und dahin gehen, wo sie hingehören. Sie haben uns das Windrad geklaut. Es gehörte uns, Lucas und seine Leute. Als sie kamen, verdammt! Es geklaut. Genau. Sie klauten es. Ohne Strom wird Aether niemanden hier halten können. Wir haben Generatoren, kleinere Stromquellen. Sie brauchen eine große Stromquelle. Sie werden sich zurückziehen müssen. Und bevor sie mit Verstärkung vom Zentralring zurückkehren, werden wir selbst den Tunnel versperren. Ihr Commander Jack Matt wird keinen Kampf im Dunkeln riskieren, während ihm die Infizierten und Abtrünnigen im Nacken sitzen. Old Villador wird wieder uns gehören. Und du wirst ins Stadtzentrum kommen. Okay, ich bin dabei. Okay, geh zum Wasserturm. Wir werden die Sprengladungen verwenden, mit denen Jack und Joe ihn in die Luft jagen wollten. Gib mir Bescheid, wenn du dort bist. Worauf wartest du? Ich verlasse den Basar heute nicht. Der Wind kommt aus Osten, das ist ein schlechtes Omen. Du solltest dich diskret verhalten und nicht mit auf dem Basar rumbrüllen. Sie haben mich überrascht. Woher sollte ich wissen, dass Sie eine Schere haben? Soll das ein Witz sein? Du hast gut reden. Du warst nicht dabei. Und das bedauere ich sehr. Ich hätte die Bastarde auf der Stelle umgebracht. Ganz kurz zu gucken. Endlich habe ich eine tolle Wohnung gefunden. Direkt über einer verdammten Dachsohle.
4 Minuten wiederkommst, werden wir nicht schenken. Seine Wucherpreise fallen. Auf der richtigen Seite. Du solltest dich diskret verhalten und nicht mitten auf dem Basar rumbrüllen. Sie haben mich überrascht. Woher sollte ich wissen, dass Sie eine Schere haben? Ach so, dieses Münzen werfen da, ne? Das ist immer, wenn so eine kleine Quest kommt. Wie hier unten beispielsweise. Fang mich, wenn du kannst. Du bist doch ein Runner, oder? Hab dich. PK-Freund, aber wer auch immer die Haut vom Gesicht ihres Commanders geschält hat, war ein richtiger Psycho. Fuck, was ist denn hier passiert? Was ist hier los? PKs, sie haben uns nach Waffen durchsucht. Haben unsere Molotow-Cocktails gefunden und sind dann durchgedreht. Haben jeden in Sichtweite abgeschlachtet. Da hat uns scheinbar jemand auflaufen lassen. Wer? Und wo sind die Bomben für Alberto? Wir konnten ein paar davon rausschicken. Die Kuriere haben sich zuletzt in der Nähe des Star Square gemeldet. Dann Funkstille. Hallo, Banks. Alberto? Die Stop 3. Sind verschwunden. Warte. Ja, 3. Ich gehe zum Star Square. Da wurden sie zuletzt gesehen. Ganz genau. Ethan? Ja? Sei vorsichtig. Irgendjemand hat uns verraten und verkauft. Finde die Ladungen. Ohne sie kann der Plan nicht laufen. Ich tue, was ich kann. Ich melde mich. Ja, ich guck ja auch nach sowas. Das ist das, was ich meine. Irgendwann fragt mich jemand, und? Welches Level bist du schon? Nein? Bist du schon mit der Hauptstory durch? Nein? So wird's kommen. Aber guck mal, ich hab den hier gefunden. Typisch Sierra. Ja. Erstmal alles angucken. Ich mag das nicht, wenn ich die Hauptquest gleich durchgefrühstückt habe. Da hab ich nämlich dann irgendwann keinen Bock mehr auf das Spiel. Außerdem sind es bisher nur 24 Stunden. Alles klar. Bis später. Ostern ist auch nicht mehr das, was mal war. Oh, zischt. Eigentlich mag ich Zickenkämpfe, aber meine Güte. Kaum zu fassen, dass die gestern noch befreundet waren. Was ist passiert? Danke fürs Lurk. Letzte Nacht hat jemand Theresas Mehl geklaut. Komplett. Die gesamte Riesenernte. Der Gewinn wäre gewaltig gewesen. Aber jetzt steht sie vor dem Nichts. Kein Mehl, keine Kunden, kein Geld. Ohne die Einnahmen überlebt sie mit ihrem Sohn keinen Monat mehr. Sie ist sicher verzweifelt, wenn sie ihre Freundin beschuldigt. Ex-Freundin. Aber mehr als ein Vorwurf ist da nicht. Beweise hat sie keine. Sie ist ein Hitzkopf, klar, aber du musst sie selbst fragen. Meinst du, sie braucht Hilfe? Theresa, wieso? Brauchst du Geld? So meine ich das nicht. Du bist ein Pilger, stimmt's? Für umsonst macht ihr doch gar nichts. Wie viel haben sie für das Wasser locker gemacht? Sie ist sicher bei ihrem Laden. Danke für den Tipp.
haben Wasser. Ich habe euch gesagt, dass dieser Junge alles zum Besseren wenden würde. Na, heulen siehst du nicht aus. Guten Morgen, Pilger. Habe ich mich schon für das Wasser bedankt? Du wurdest ausgeraubt? Von meiner Freundin, ja. Ich bin am Boden zerstört. Aber warum sollte denn ausgerechnet deine Freundin die Schuldige sein? Tja, wer denn sonst? Sie hat das Mehl für mich aufbewahrt. Angeblich, um es zu beschützen. Und nun ist es weg. Na, so ein Zufall. Mein Junge und ich sind am Ende. Wenn sie es doch nur zugeben und mir mein Mehl zurückgeben würde, dann würde ich ihr verzeihen. Wenn sie in der Klemme steckt, würde ich ihr helfen. Aber sie ist so stur. Und es war eine große Ernte. Reich wären wir nicht geworden, aber nun müssen wir verhungern. Wie hat Anna es denn erklärt, dass das Mehl verschwunden ist? Gestohlen, nicht verschwunden. Sie hat gar nichts erklärt. Sie lügt wie gedruckt. Woher weißt du das? Es steht ihr ins Gesicht geschrieben. Alles gelogen. Jetzt ist mir klar, dass sie immer schon gelogen hat. Zur Beweise? Hast du denn Beweise, dass Anna es war? Nicht an sich, aber es fand sich ja in ihrem Schuppen. Und ich dachte, sie tut mir einen Gefallen, als sie es für mich lagern wollte. Aber in Wahrheit wollte sie mich und meinen Jungen nur übers Ohr hauen. Sprich mit ihr, okay? Auf mich hört sie nicht. Vielleicht kann ein Fremder ihre Sturheit brechen. Wenn sie das Mehl zurückgibt, ist alles vergessen. Vielleicht hat sie es ja nur gestohlen, weil sie Hunger hatte. Dann darf sie auch was behalten. Ihr Schuppen ist am Wasserturm. Bitte, sprich mit ihr. Ich denk drüber nach. Verrat durch einen Freund schmerzt am meisten. Ja. Ja, cool. Anna? Anna, ich will nur reden. Sprich mit mir, dann gehe ich wieder. Dauert auch nicht lange. Die kann mich mal. Du auch. Einfach. Können wir bitte reden? Ich möchte helfen. Wobei, willst du mich an meine Armut erinnern? An meine Sauferei? Oder daran, dass ich eine Mehldiebin bin? Ich verurteile dich ja gar nicht. Ich will einfach nur deine Version hören. Ich will die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit? Du willst die Wahrheit? Hier hast du deine Wahrheit. Freunde würde ich niemals beklauen. Niemals. Mehr muss ich nicht sagen. Hat Theresa dir erzählt, dass sie mir einen halben Jahreslohn schuldet? Wenn Theresa das Mehl verkauft hätte, hätte sie mich bezahlen können. Warum sollte ich mit einem Diebstahl mein Wohlergehen riskieren? Und ihres. Und das ihres Sohnes. Ich dachte, ihr wärt beste Freunde. Ich auch. Bis heute. Wir sind uns seit dem Niedergang sehr nahe. Ich habe mein Kind verloren. Sie ihren Mann. Mir ging's sehr schlecht. Habe überlegt, Schluss zu machen. Theresa hat mich wieder aufgemuntert. Hat für mich und meinen Mann, den alten Säufer, sogar gekocht. Es ist unfassbar, dass sie mir die Schuld gibt. Sie sagte, du hättest das Mehl bei dir gelagert. Ich dachte, so könnte ich es beschützen.
und mein Geld auf jeden Fall bekommen. Also legten wir es in meinen Schuppen am Turm. Aber als ich heute Morgen reinging, weg. Alles weg. Und du hast nichts bemerkt? Niemand Verdächtiges? Meinst du nicht, sowas hätte ich längst erwähnt? Alles, was ich weiß, ich habe das mir nicht gestohlen. Das würde ich Theresa niemals antun. Und auch mir nicht. Komischerweise wurde sonst aber nichts geklaut. Weder mein Buchweizen noch meine Rüben. Alles noch da. Der Täter wollte nur das Mehl. Interessant. Darf ich mir den Schuppen mal ansehen? Vielleicht hilft es ja, wenn sich noch jemand den Tatort ansieht. Ich habe nichts dagegen. Wer sich so nahe steht, sollte sich nicht wehtun. Offen. Der Täter muss einen Schlüssel gehabt haben. Nichts kaputt. Der Täter kannte sich also aus. Ah, Fußabdrücke. Nur ein paar Schuhe. Also ein Einzeltäter. Die anderen Waren sind noch da. Der Täter wusste genau, was er wollte. Mehlspur auf dem Boden. Hier wurden Säcke lang geschleppt. Wer hatte Schlüssel zum Schuppen? Ich und mein Mann. Sonst niemand? Sicher? Niemand ist hier eingebrochen, Anna. Der Mehldieb hatte einen Schlüssel oder ein Duplikat. Du denkst also doch, ich war's. Möglich wäre es. Ich dachte, wenigstens du würdest mir glauben. Und jetzt? Wie soll ich was zurückgeben, was ich nicht geklaut habe? Aus einem Stein kann man kein Blut quetschen. Immer mit der Ruhe. Denk nach. Wer könnte es gewesen sein? Und warum? Lass mich dir helfen. Es sei denn, Theresa hat doch recht. Schwer zu sagen. Vielleicht jemand aus dem Bazar? Dodger vielleicht. Dem traue ich alles zu. Oder Benny, Theresas Sohn. Mehr fällt mir auch nicht ein. Wer ist dieser Dodger? Ein mieser Halunke ist das. Eine der zwielichtigsten Gestalten im Bazar. Und er hat sich in letzter Zeit für Theresas Ernte interessiert. Hat okay, bis später. Gestellt. Dabei war ihm sowas vorher egal. Ich sollte mit ihm reden. Du findest ihn im Bazar, aber sei vorsichtig. Menschen scheren ihn an Dreck. Ihn interessiert nur Geld. Was ist mit Theresas Sohn? Warum sollte er sowas tun? Normalerweise würde ich ihn nie verdächtigen. Netter Junge. Ich kenne ihn schon lange. Ist wie ein Sohn für mich. Aber in letzter Zeit ist er sehr schweigsam. So als hätte er was zu verbergen. Vielleicht ist das ja auch so. Nein, Benny hat mit sowas nichts zu tun. Das würde Theresa das Herz brechen und das weiß er. Und warum sollte er auch das Mehl klauen? Das ist für alle Beteiligten die entscheidende Frage. Wo finde ich Benny? Ich weiß nicht. Er taucht in letzter Zeit gerne unter. Obwohl, Theresa hat ihn bestimmt beauftragt, ihre Lagerhäuser zu bewachen, damit nicht noch mehr geklaut wird. Ich gehe ihn suchen. Da du meinem Mann geholfen hast, verrate ich dir ein Geheimnis. Die Lagerhäuser sind voller Fallen. Also sei vorsichtig. Mein Schuppen hat sowas nicht. Deshalb war der Diebstahl wohl auch so leicht. Und Benny, Theresa weiß immer, wo er ist. Frag sie.
Wo warst du an dem Abend, an dem das Mehl gestohlen wurde? Zu Hause mit meinem Mann. Mehr gibt es da fast nicht zu sagen. Fast nicht oder nicht? Gar nicht. Ich war mit meinem Mann zu Hause. Und mehr nicht. Anschuldigungen sind schlimm genug hier bei uns. Ich bin am Ende. Nicht, wenn wir das Mehl und den wahren Täter finden. Tja, aber ich fürchte, mein Ruf ist unwiderruflich beschädigt. Kann sein oder nicht. Mal sehen, was ich erreichen kann. Ich bin erledigt. Es gibt keine Hoffnung mehr. Zeit, dass Sophie zu der Frau wird, die ihre Mutter war. So wollte ich wirklich nicht sterben. Ich habe ein Studium abgeschlossen, dann noch eins. Ein drittes habe ich aufgegeben. Sogar einen Doktortitel habe ich. Guter Gott, wir geben Thomas zurück in deine Hände. Möge sein von Infektionen ermatteter Körper in seiner Rückkehr zur Erde Frieden finden und seine Seele nie wieder eine solche Erniedrigung erleiden. O Herr, wir wissen, dass dieser Verlust ein Teil deines Plans ist. Wir erwarten demütig die Ankunft unseres Erlösers. Und nun... Nun lasset uns beten, dass Thomas' Seele ihren Weg zu einer glorreichen Erlösung finde. Kennst du mich? Ja. Ich habe gehofft, dich zu treffen, um genau zu sein. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Rahim. Ich betreibe Sparker. Die erste postapokalyptische Partnervermittlung. Partnervermittlung? So ein kleines Techtelmechtel wäre schon nett, wenn du weißt, was ich meine. Sag mir. Oh, ich erkläre es gerne. Bring dich auf den neuesten Stand.
Gut, ich gebe zu. Ich habe dir schon eine Karte gemacht. Wow, was? Ich habe ein Profil für dich erstellt. Ein Profil auf einer Karte. Wozu um alles in der Welt? Tja, das ist mein Job. Die Welt ist vielleicht untergegangen. Und die meisten unserer Liebsten haben sich in blutrünstige Monster verwandelt und ziehen durch die Straßen. Aber das heißt nicht, dass die Menschen nicht mehr einsam sind. Ich meine, scheiße nochmal. Genau aus diesem Grund sind die Leute heutzutage einsam. Du willst mir erzählen, es gab mal eine Zeit, in der die Leute nicht einsam waren? Stell dir eine Welt vor, in der die Leute tatsächlich rausgegangen sind. Zur Arbeit, einkaufen, mit dem Hund spazieren. Und außerdem hatten sie Dating-Apps. Apps? Okay, vergiss es. Was ich sagen will, ist, dass wir soziale Begegnungen hatten, bevor alles den Bach runter ist. Es gab Partys. Weißt du, Leute haben sich getroffen, einfach nur, weil sie sich treffen wollten. Und natürlich, um sich flachlegen zu lassen. Heute bleibt jeder daheim, hinter verschlossenen Türen, weil neue Leute treffen heute heißen kann, dass man für einen Eimer Wasser einen Schlagstock über den Schädel gezogen kriegt. Also, damit ich das richtig verstehe, deine Karten helfen den Leuten, sich zu treffen? Im Grunde ja. Leute, die andere Leute treffen wollen, kommen zu mir und ich zeichne sie. Darin bin ich echt gut. Gut, ja. Zumindest sagt man das. Dann kommt ihr Porträt auf die Karte und die hänge ich an die Datingtafel. Wenn jemand Interesse zeigt, sagen sie mir Bescheid und voila! Die Romanze kann losgehen. Nicht immer für lange, aber das ist wohl was, was sich nicht geändert hat. Aber im Moment habe ich Riesenprobleme und brauche unbedingt Hilfe. Ja, natürlich. Irgend so ein Scheißkerl versucht mich zu imitieren und hat dann Sparker-Karten gefälscht und dann in der Stadt verteilt. Das ist Urheberrechtsverletzung. Das ruiniert meinen Ruf und verwirrt meine Kunden. Jemand muss für mich diese gefälschten Karten zusammenklauben und wieder zurückbringen. Ich habe gehört, dieser talentlose Mistkerl wurde in einer Dark Zone getötet. Also lässt er mich in Ruhe. Und ich habe die meisten der gefälschten Karten gefunden. Aber 2 Stück habe ich nicht wieder in die Finger bekommen. Bring sie mir und du kriegst die Karte, die ich für dich gemacht habe. Schau dir die Karte an der Wand an. Ich habe die möglichen Positionen der gefälschten Karten markiert. Wir haben was? Hey, schau dir das an. Wenn das ihr Problem ist, warum lässt ihr da keine Hand? Möge Ceres unsere Ernten vor der Winterkälte schützen. Oh. Bitte nimm das zum Dank. Yeah.
Ich bin kein PK-Freund, aber wer auch immer die Haut vom Gesicht ihres Commanders geschält hat, war ein richtiger Psycho. Endlich kehre ich zu meiner Leidenschaft zurück. Es wird wieder wie bei der Villa der Music Review, als wir noch einmal werde ich das Leben kosten. Wurde auch Zeit, dass Sophie zu der Frau wird, die ihre Mutter war. Was hat dein Bruder gesagt? Zumindest bin ich bei der Wein lecker. Aiden, wie schön, einem guten Freund zu begegnen. Wirst du jetzt sentimental? Ich habe eine Mission für dich. Du musst eine Armee von Virusträgern besiegen und dann ins Feuer springen. Springen? Aus welcher Höhe? Was? Ich soll doch ins Feuer springen, oder? Das gibt es doch nicht. Und ich hatte dich für humorlos gehalten, Pilger. Was brauchst du? Theresas Mehl wurde geklaut und ich will rausfinden, wer das getan hat. Theresas Mehl wurde... Bitte was? Okay, ich bin ganz Ohr. Was weißt du über eine Frau namens Anna? Was, die Frau, die für Theresa arbeitet? Eigentlich nicht viel. Ihr Mann macht manchmal bei unseren Pokerrunden mit. Er hat nie über sie geredet, selbst wenn er betrunken war. Und das will was heißen.
Weißt du, wo Benny ist? Sehe ich aus wie seine Mutter? Glaub mir, ich wüsste auch zu gerne, wo er steckt. In unserem letzten Kartenspiel ist er untergegangen. Hat sozusagen den Hof verwettet. Du suchst das Mehl? Das gehört weder Theresa noch Benny, sondern mir. Der Bengel schuldet es mir. Wenn es geklaut wurde, wurde es mir geklaut. Aha, Benny hat also Schulden bei dir? Große Schulden, Riesenschulden, in Form von Mehl. Meinst du, er hat es geklaut? Möglich. Er ist ein dummer Junge, der glaubt, damit könnte er mich vom Schuldeneintreiben abhalten. Ich muss ihn also finden. Frag Mutter Theresa. Sie hält ihn gewöhnlich an der kurzen Leine. Außer an Pokerabenden. Tja. Was weißt du über eine Frau namens Ann? Hier. Hä? Weißt du, wo Benny... Meinst du? Möglich. Ich muss hier... Frag Mutter Theresa. Außer an... Wie komme ich denn jetzt raus? Was weißt du über ein... Ihr Mann? Er... Tja. Weißt du, wo Benny ist? Sehe ich aus wie seine Mutter? Glaub mir, ich wüsste auch zu gerne, wo er steckt. In unserem letzten Kartenspiel ist er untergegangen. Hat sozusagen den Hof verwettet. Du suchst das Mehl? Der... Aha. Meinst du, er... Möglich. Ich muss ihn also finden. Außer an Pokerabenden. Tja. Ja, ich komme da nicht raus. Aber ich glaube, dann mache ich für heute Feierabend. Wird dann Zeit. So, noch irgendjemand? Online? Mal ganz kurz hier gucken. Ja, ich glaube, das mache ich. Ja, wie gesagt, also... Ich habe immer dasselbe Problem, ich komme ja nicht raus. Ich werde dann die Tage weiterspielen, mal gucken, das Stream oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Danke, dass ihr da wart und zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und ich hoffe, ihr raidet mit. Warte. Wir raiden nämlich heute... Dahin. Dann, wie gesagt, passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja.